Mit 40 Milliarden Exportvolumen gilt Oberösterreich als das erfolgreichste Bundesland. Ein wesentliches Ziel der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist es, heimische Unternehmen beim Aufbau neuer Märkte zu unterstützen. So auch am heurigen Exporttag. 1000 Besucher wurden erwartet. Wir haben klare Ziele. Wir wollen 2000 zusätzlich exportierende Betriebe, also wirklich neue, haben. Und wir wollen auch im Volumen wachsen. Und das nicht nur auf den Märkten, die wir schon gut kennen, wie Deutschland, sondern vor allem auch auf Überseemärkten. Da haben wir die größten Potenziale, da sind die größten Wachstumsraten und dabei unterstützen wir unsere Betriebe. So etwa soll der Export in die USA ausgebaut werden, wo die aktuellen 2 Milliarden in nächster Zeit verdoppelt werden sollen. Oder aber auch in Indien, Indonesien, Kenia, Tansania und vor allem auch in China. Eine Einladung zur Messe Import Expo 2018 in Shanghai soll dazu Mut machen. China möchte gerne mehr importieren. Also alle österreichischen Unternehmen werden herzlich dazu eingeladen, also eigene Stände zu errichten oder auch die Produkte also direkt da zu verkaufen. Das wird eine ideale Plattform sein. Wissensbasierte Dienstleistungen werden aktuell als ein wichtiger Zukunftsmarkt erkannt. Innovation und Know-how sollen gestärkt werden, damit sich die Unternehmer weltweit noch besser etablieren können. Erfolgreiche B2B-Gespräche am heurigen Exporttag sollen die Wege transparent machen. Mit unseren Außenhandelsdelegierten, und die wissen genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Die können Handelspartner, Geschäftspartner überprüfen. Man kann sich hier wirklich gute Informationen holen und damit auch erfolgreich sein. Wir sind faire Ratgeber. Es gibt da Situationen, wo wir sagen, versuchen es an anderen Markt. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass da Potenzial besteht, glaube ich, dann kann man einfach die Möglichkeiten darstellen und oft auch in der Firma helfen, dass die notwendigen Ressourcen für die Bearbeitung eines spezifischen Marktes dann zur Verfügung stehen. Am Exporttag der Wirtschaftskammer Oberösterreich sind auch bereits Verträge unterzeichnet worden. Mimo određene informacije da je Austrija napredovala značajno u korištenju geotermalne energije. Nach seinen Informationen ist Österreich einer der führenden Länder in Geothermie. Das hat ihn sehr begeistert, dass die Technologie aus Oberösterreich nimmt. Die erneuerbare Energie, Geothermie in diesem Fall oder Stromerzeugung aus Müllverbrennung, auch da haben wir Know-how, das in der ganzen Welt gefragt ist. Äußerst erfolgreich gestaltet sich Oberösterreichs Wirtschaft in der Aviation. In den nächsten 10 Jahren wird sich die Luftfahrt verdoppeln und bietet daher große Chancen. Oberösterreich ist in vielen Bereichen Weltspitze, nicht nur in der Luftfahrt. Und genau diese Chancen gibt es zu nützen. Wir haben die Nischenplayer, wir haben die heimlichen Weltmeister im Export, wir haben aus 30 Ländern Gäste hier und es gibt über 120 B2B-Gespräche zum Beispiel und das zeigt schon allein die Dynamik, die da drinnen ist.